Ja, wir haben jetzt 11:30. Das Auto updatet jetzt schon seit 4 Stunden. Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal vom Blauzahn. Ich sitze hier in unserem ID3 und wollte kurz berichten, wie es mit dem Over-the-Air-Update gelaufen ist zu ID Software 3.0. Also, bevor ich das Over-the-Air-Update bekommen habe, 3.0, habe ich 4 Wochen zuvor das 2.4er-Update in der Werkstatt bekommen. 2 Tage vor dem eigentlichen Update Over-the-Air gab es eine E-Mail von Volkswagen. Im Moment wird nur eine kleinere Anzahl von Fahrzeugen versorgt mit dem Over-the-Air-Update. Das hat auch nichts damit zu tun, dass ich YouTube mache. Volkswagen kennt meine Verknüpfung Blauzahn und meinen Realnamen nicht. Ich habe überhaupt noch nie Kontakt mit Volkswagen gehabt. Und die kennen meine Fahrgestellnummer nicht, also die Fahrgestellnummer des ID3 vom Blauzahn. Also es hat gar nichts damit zu tun, dass ich gelegentlich ein paar Filmchen hochlade. Ich bin ganz normaler, privater Käufer, Nutzer, wie alle anderen auch. Ja, also freitags habe ich die Mail bekommen, dass mit Over-the-Air-Update 3.0 gewisse Funktionen jetzt neu verfügbar sind und. Eine kleine Infomail, keine Mail zur Zustimmung, dass ich irgendwie zustimmen muss, dass das Update kommt. Nein. Einfach nur eine Infomail. Ja, und 2 Tage später, also am Sonntagabend war es dann soweit, da stand dann im Display, dass das Update runtergeladen wurde, 6 bis 8 Stunden dauern kann, wenn man das ausführt, und nach dem Verlassen des Fahrzeuges war dann die Meldung, dass ich das Update starten kann und in der Zeit ich das Auto nicht benutzen konnte. Das war auch kein Problem. Ich habe das Auto abends abgestellt, das Update gestartet, habe nachts dann nochmal geguckt und habe ich dann gemerkt, dass das Radio noch leise lief. Aber ich kann dann empfehlen, einfach das Radio auszuschalten vor dem Update. Dann wird das wahrscheinlich nicht passieren. Das ist wahrscheinlich noch ein Bug, der gefixt werden muss für die nächsten Updates. Und dann läuft das Update durch. Bei mir ist es durchgelaufen. Und für die, die es interessiert, ich habe ja eine Original-Rückfahrkamera nachgerüstet. Die funktioniert. Und bei dem Update auf 2.4 in der Werkstatt habe ich das Ganze deaktiviert. Habe die Kamera vom Strom abgeklemmt, weil ich im Forum gelesen habe, dass es da Probleme gibt, dass es dann hängt, das Update in der Werkstatt allerdings, und dann nicht mehr fortgeführt werden kann. Bei dem Over-the-Air-Update habe ich aber die Kamera aktiviert gelassen, angelassen, und damit ist auch das Update durchgelaufen und die Kamera wurde mit der aktuellen Firmware, mit der aktuellen Softwareversion 3.9.4 wurde die abgedatet. Also das war kein Problem. Und am nächsten Morgen war dann das Update durch und man hat jetzt Fahrerprofile. Ich meine, da brauche ich nicht viel drüber zu sagen. Software 3.0 ist ja auch nicht die aktuellste Software. Es werden jetzt schon Fahrzeuge mit 3.2 ausgeliefert. Es kommt auch noch ein zweites Update, wenn man dieses Update bekommen hat. Das Over-the-Air-Update geht in 2 Teile. Der 2. Teil ist nicht mehr ganz so groß, braucht nicht mehr ganz so lange, sind vielleicht noch 4 Stunden. Aber die wesentlichen Steuergeräte, die wurden abgedatet. Das Infotainment selbst hat noch nicht die Endversion drauf. Einige Steuergeräte sind auch tatsächlich mit neueren Softwareversionen als die Fahrzeuge mit 3.0 ab Werk. Ja, was es noch zu sagen gibt, wir hatten ja eine Einzonen-Klimaanlage. Mit dem Update auf 2.4 gab es dann die 2-Zonen-Klimaanlage gratis dazu, gab ein Upgrade auch mit Aircare, Aktivkohlefilter. Und Sprachbedienung für die Klimaanlage ist jetzt auch verfügbar. Das gab es von VW gratis dazu. Also wir haben jetzt eine schöne 2-Zonen-Klimaanlage, die Rückfahrkamera und eigentlich gut ausgestattetes Auto, obwohl es fast die Basisversion ist. Da sind wir jetzt ganz zufrieden, zumal auch der Verbrauch merklich mit 2.4 zurückgegangen ist. Das ist vor allen Dingen darauf zurückzuführen, dass noch kleine Optimierungen durchgeführt wurden, aber vor allen Dingen das Klima- und Thermalmanagement wesentlich verbessert wurde. Ich habe mich ja beschwert, dass es so extrem feuert, sei es im Sommer mit der Kühlung oder im Winter gerade die Akkuheizung. Und dieses Problem ist jetzt beseitigt. Also wenn ihr nochmal in mein Video gucken wollt, warum der Verbrauch im Winter so hoch ist, ich verlinke euch das mal. Und da habe ich schon gesagt, es wird wahrscheinlich irgendwann ein Update kommen und das ist jetzt da. Und wir erreichen jetzt tatsächliche, also reale Reichweiten von über 400 Kilometer. Und das war im letzten Sommer noch nicht möglich, weil einfach die Klimaanlage auch im letzten Sommer sehr, sehr viel, oder das ganze Thermalmanagement sehr, sehr viel Energie verbraucht hat. Das ist jetzt wesentlich reduziert und dadurch hat sich insgesamt die Reichweite erhöht und der Verbrauch ist nochmal ein gutes Stück niedriger.
Wenn ihr weitere Informationen haben wollt, dann schaut auch einfach mal ins Forum von meinid.com. Da gibt es viele Informationen zum ID. Da gibt es auch eine Wiki, eine kleine Wiki zum ID oder zu den ID-Modellen und der Software und dem ganzen Update-Thema. Da seid ihr immer ganz aktuell. Da sind auch alle Software-Versionen aufgelistet, was für ein Softwarestand die einzelnen ID-Versionen haben. Das ist ganz interessant. Guckt einfach mal rein. Ja, wenn sich wieder was tut, also Update auf 3.1 oder 3.2, dann lasse ich es euch wissen. Ansonsten macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.